Servus, hier sind wir wieder. Ja, hier sind wir wieder in Wasteland 2. Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich habe nicht wirklich weitergespielt. Ich stehe hier blöd rum und versuche irgendwie das letzte Quest, was wir hatten, noch abzugeben. Gute Arbeit. Diese Verstärker zurückzuholen, Rekruten. Ich hoffe, ihr habt einen Brocken von diesen Sinn-Firm-Merk-Captain mitgebracht. Und ich wollte euch noch persönlich dafür danken, dass ihr Ace Mörder gefunden habt. Was immer es auch war. Entschuldigung. Ja, und zwar. Was? Das war dem Mann, ey, mich stößt gerade auf. So. Das war der Mörder. Ich weiß nicht. Ace hatte zu seiner Zeit gegen jede Menge Roboter gekämpft. Und sie haben ihm nie wirklich Probleme bereitet. Ich frage mich, ob das hier nicht etwas Neues ist. Etwas Schlimmeres. Schauen wir mal nach, ob das wirklich was Schlimmeres ist. Wer auch immer das hier ist. Captain Mehr. Naja, wenn das passiert, solltet ihr. Bla bla bla. Gut, weiter geht's. Das ist also ein ganz schlauer Fuchs, wie ich das hier lese, wa? Nun gut. So. Zeigt mir ihnen mal noch das Logbuch. Lasst mich mal sehen. Das ist nicht wirklich viel. Mal schauen. Mit einem Schlangenspritzerhändler zusammengetan. Aha, okay. Bekomme das Gefühl, verfolgt zu werden. Verdammt. Das hört sich nach einer üblen Geschichte an, oder? Schätze, was da aus dem Dunkeln gekommen ist, war dieser verdammte Killer-Roboter. Ach so, ich hab gedacht, der Frosch hat ihn gekillt. Schnapshändler, okay. Also ich werde euch nicht komplett alles vorlesen. Es dauert einfach zu lang. Gut, dann zeigen wir ihm mal noch das Roboterbein. Okay. Die haben also die Ruine neu aufgebaut. Angie. Geil. Ich weine nur noch 8 Stunden pro Tag, anstatt 16. Na gut. Auch okay. Aber ich darf immer noch nicht in die Zitadelle. Oh meine Fresse. Wenn ihr euch bewiesen habt. Ja. Die letzte Prüfung. Ein irrer Android. Naja, das klingt doch gut. Zogen wir von dort aus. Da ist Red Scorpions. Nun gut, dann gehen wir mal zu den Red Scorpions. Jetzt gehen wir erstmal zu der netten Dame hier oben. Scheiße. Falscher Weg. Da bin ich ja schon wieder vorbeigelaufen, ich Trottel.
Ich habe ja nämlich nur einen Schund, den ich verkaufen kann. Hier den Ring, scheiß Steckbrief. Schrott. Tabak ist auch Schrott. Brauchen wir auch nicht alles. Okay. Naja, müssen wir mal schauen, was wir alles noch zum Verkaufen haben. Wir haben ja einige Sachen gefunden. Auf unserer kleinen Reise durchs Ödland. Oder. Ja, gut, das ist ja auch ein Ödland. Können wir auch verkaufen. Aber ich glaube, den behalte ich noch. Was habe ich denn noch einstecken? Krötenbein. Hundehalsband. Fliegenflügel. Und ja. Naja. Ich muss mich mal am Ohr kratzen hier. Es juckt. So. Goodbye! So. Naja, jetzt gehen wir mal weiter. So. Na, schauen wir mal weiter. Wo wir jetzt hinreisen, genau zu den Funktürmen oder zum Gefängnis oder. Mal schauen. Wenigstens scheint die Sonne, ha. So. Also wenn wir hier hochgehen, sind wir schon mal tot. Wie ich das letztens mitbekommen habe. Also reißen wir anscheinend erstmal da runter. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir dieses... SOS! SOS! Is anybody out there? This is Highpool! We are under attack! Oh, okay, die werden angegriffen. Da speichern wir gleich mal eine Runde. Speichern. Yep. Zurück zum Spiel. Ich funk die mal an. Ranger Citadel, this is Ag Center. Come in. We're under attack. The plants, they're mutating out of control. They're tearing my people apart. Ag Center, this is Citadel Base. Can you repeat? Did you say the plants were attacking? Was in der Ranger-Zitane? Something's gone wrong with them. The door! They're breaking down the door! Fall back! Fall back! Ach du heilige Scheiße, gleich rein hier. Stress calls from Highpool and Ag Center? Over. Roger that. Listen, Echo One, I have no one else in the area and no further intel at this time. I'm afraid it's gonna have to be your decision which call to respond to first. Whichever one you choose, get there ASAP. Both situations are emergencies and both sounded like, suspicious, isn't it, Echo One? Like someone's monitoring our transmissions and trying to stop our little radio experiment. Mm-hmm. 10-4, Echo One. Godspeed. Ranger Command out. Okay, also es war jetzt doch nicht hier. Und jetzt können wir uns hier raussuchen, wo wir hingehen. Hier gehen wir mal hier ins, ich wollte schon fast sagen, Arbeitsamt Center. Wir entscheiden uns dafür. Ich habe kaum Wasser. Zum Arbeitsamt. Dü. Und speichern. So. Ah, hier sind wir. Offenes Feld. Zack. Bist
bestätigen. So, Freunde, wir sind da. Kicken wir mal rein. Roger, Echo One. Then listen. Deal with the emergency situation first before proceeding to the satellite dish. Repeat. Talk to Kathy Lawson and take care of her emergency. Then, go to the satellite dish and hook up the repeater. Protecting civilians is always a Ranger's number one priority. Do you copy? Also erst den Notfall und Zivilisten schützen. Naja, einwandfrei. Roger, Echo One. Advise when complete. Ranger Command out. Ab geht die Post. Zoomen wir mal raus. Endlich geht's wieder los. Action. So, wir laufen mal alle zusammen. Ich habe ja nicht wirklich einen Plan, was hier abgeht. Die Vegetation läuft amok. Die Felder da vorne sind der feuchte Traum eines Vegetariers und des Fleischfressers Albtraum. Reihe an Reihe gesundes Gemüses. Wie widerlich. Ja. Schlüpfen wir mal hier rein. Ah, hier. In den Tiefen des Gemüses. Ah, hier ist einer. Der Schmerz. Der sieht aber echt dick und... ist ja ekelhaft. Hässlich aus. Komische Sache. Hier ist ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Hm. Ja, das bringt uns jetzt nichts. Bringt uns auch nichts. Wir sprengen können wir es ja. Komm, wir sprengen das Fahrrad. Scheiße. Gut. Sehr schön, Fahrrad. Hm. Ist das Sasch? So, das Sasch geht mal hier hoch. Guter Scharfschützenplatz, da haben sie allerdings recht. Nur hoffe ich auch, dass da keine Sau weiter ist. Mhm. Hock dich mal hin, hier meiner. So ganz läuft er aber nicht so, wie ich das will. So. Hocken. Nachladen. Gut, hier ist nicht so wirklich viel mehr. Sehr widerlich. Das ist echt mutiertes Gemüse, sehr voll krank. Was? Ach du Scheiße, was ist das denn? Das habe ich ja gar nicht gesehen. 30%. Der sieht eh nichts. Wo ist denn Chris? Ich kann nicht.
Tun wir halt. Riesenkaninchen. Das sieht hier aber nichts. Alter, was geht hier ab? Leck mich. Also die attacken einen jetzt trotzdem. Ich hoffe, Chris kann das irgendwie rausreißen. Kann der nochmal? Kann nicht, scheiße. Der kann auch nichts machen, außer die Fliege weggammeln. Gut. Guter Schuss. Und der haut den jetzt mal um. Ist da blöd. Gut. Na, hätte ich gewusst, dass die Maden einen doch attacken, dann wäre das ja alles etwas anders gelaufen. Ladehemmung, scheiße. Oh fuck, ey. Oh. Die habe ich überhaupt nicht gesehen, ey. Hau mal ordentlich zu. Gut, umgehauen. Ah, das sieht den gut. Boah, Alter, was halten die aus? Die Maden sind ja scheußlich. Ist ja widerlich. Drei! Okay, also das taktische... Wir hätten wirklich taktischer vorgehen sollen. Ach, hier ist ja noch einer. Und daneben. Scheiße. Das kriegen wir echt nochmal. Ah, Trottel. 4 Damage. So weit können die doch nicht laufen, oder? Ah, es geht schon. Bam. Gut gemacht, Sash. Alter, was kommt da angelaufen? Heilige Scheiße. Wen haben wir denn jetzt? Die kann er machen. Ja, der trifft mit ihm einfach nicht. Jetzt. Ich weiß nicht, was die für einen Schaden machen. Tot. Den hier hinten. 26% nur. Versuch mal. Ja, daneben, scheiße. Prozent, gut. Da kann die nämlich auch noch einen Hinterhalt machen. Ah, scheiße. Muss nachladen. Kann der den umhauen? Yeah. Ist sie tot? Komm, deine Chance. Ah, der sieht ihn nicht. Lieber nachladen. Muss auch nachladen.
Lebt ja immer noch das Scheißvieh. Komm, Brüge ist weg. Da muss ich schon treffen. Boah, Alter. Der trifft nicht. Habe ich jetzt immer auf die Leiche eingeschlagen? Ach, die ist explodiert dann. Okay. Aber gibt viele Erfahrungspunkte. Aber wenn taktisch war es ja natürlich jetzt eine echt eine Mega-Flaute. Scheiße, ey. Komm, wir speichern mal. Krass. Haben wir noch... Wir hatten hier viel abgekriegt. Der hier. Erstmal verbinden. Gut, dann wer noch? Er selber. Und das ist natürlich auch gut. Dann sind sie ja fast wieder voll. Looten wir erstmal noch schnell die Umgebung. Nimm alles. Was haben wir hier? Plus Glück 1. Ah, das Praktische ist halt wirklich, dass der gleich alles da ringsrum lootet. Wir haben noch einen Glückspunkt bekommen. Alles von derselben, was da rumliegt, wird gelootet. Coole Sache. Naja, auf jeden Fall bleibe ich jetzt mal hier hinten liegen. Beziehungsweise hier. Hier dahinter. Und hock mich hier hin. Jetzt sind ja die zwei anderen noch. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Reicht, um dich zum Weinen zu bringen. Ich laufe jetzt mal hier hinter. Es ist mir zwar etwas zu riskant. Scheiße, hier geht's richtig tief rein. Das ist eine Kackfliege. Damit, wenn ich die Chance habe zu attacken, bin tot. Schuss getroffen. Ah, die anderen waren noch gar nicht dran. Wir bleiben hier im Hinterhalt. Glück AP plus 1. Und drauf. Und weg. Hier kommt noch so ein kleines Krabbelmordenvieh. Noch eins. War mir schon fast klar, dass hier noch Gegner kommen. Aber ich bleibe hier. Und schieße hier mal drauf. Fast. Ja, der zweite Schuss hat getroffen. Tot. Ich kann nicht bis dahin. Dann bleib mal hier. Wie funktioniert das eigentlich bei dem Hinterhalt? Dürfte ja gar nichts ausmachen. Oder schlägt er dann als erstes, wenn... Ich weiß nicht.
Ja, schießen wir drauf. Okay, erste ist Matsch. Zweite ist auch Matsch. Oder liegt er noch? Heck. Jawohl! Und da hat die Gruppe wieder ein paar Punkte bekommen. Aber nur die drei. Macht ja aber nichts. Was haben wir denn hier? Nichts Sinnvolles. Gut, speichern wir mal. Ist ja eine schöne Umgebung, aber gibt es hier noch irgendwas Sinnvolles? Außer Riesenkürbisse. Diese Hasen waren ja übelst, wa? Übelste Viecher. Was? Deckung, naja. Ach, man kann hier einen Feuermodus umstellen. Ja, das kennen wir ja schon soweit alles. Nachgeladen. Wir laufen jetzt mal hier in die Richtung. Straße der Verdammnis. Puh. Das klingt aber nicht so gut. Nun gut, ich sag mal, die Straße der Verdammnis ist ein guter, gutes Stichwort, Stichsatz oder was auch immer. Da mache ich hier erstmal einen Cut und wir sehen uns dann gleich weiter in der nächsten Folge, wenn es heißt Wasteland 2 und die Straße der Verdammnis. Also meine Freunde, macht's gut.